Wir fahren aus dem David Thompson Resort in Richtung Icefield Parkway. Wir befinden uns immer noch in den Kootenay Plains. Wir haben wieder heftigen Gegenwind. Zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde. Der North Saskatchewan River. Der Himmel zieht sich wieder zu über den Kootenay Plains. Um 1.08 Uhr sind wir wieder auf dem Icefield Parkway. Wir fahren auf dem Icefield Parkway in Richtung Jasper. Zurzeit sind wir im Banff Nationalpark. Rings um uns 3000er. Es ist sagenhaft. Leider ist es etwas bewölkt. Man kann trotzdem noch sehr gut sehen. Die Berge sind noch nicht verhangen in Wolken. Ich muss Chinook Buddies ansehen, da er Probleme hat, auf dem Asphalt zu laufen. Er hat offene Pfoten. Hinzu kommt noch, dass er Arthrose in den Knochen hat, also in den Gelenken. Seit wir das letzte Mal hier waren, hat der Icefield Parkway stark unter den Wetterbedingungen gelitten. Ich versuche, so knieschonend zu fahren, wie es auch nur möglich ist. Sofern das überhaupt hier in den Bergen möglich ist. The Northern Saskatchewan River. Seit Nanook 2 Kilo abgenommen hat, rennt sie wie schön. Verrückt und hat kaum Probleme. Halt weiter, komm. Nur ziehen möchte sie nicht so. Der Icefield Parkway ist ein 230 Kilometer langes Teilstück der Highway 93. Der Parkway gilt als eine der schönsten Fernstraßen der Welt und führt durch die Berglandschaften der kanadischen Rocky Mountains zwischen Lake Louise und Jasper. The Northern Saskatchewan River. Rumbat Creek. Am Nachmittag hüllen sich die Berge wieder in Wolken und es fängt an zu regnen. Schade, dass man jetzt nicht mehr so viel sehen kann von dieser wunderbaren Bergwelt. Auch der Wind wird wieder stärker. Und selbst bei geraden Flächen kann ich Nanook und Chinook nicht rauslassen, da sie beide an den Füßen, vielmehr an den Pfoten, Probleme haben. Der Chinook sogar in den Gelenken. Das wiederum merken meine Knie. Auf dem Icefield Parkway. Aber solange es noch geht, bevor wir den längsten und steilsten Anstieg auf dem Icefield Parkway antreten, wechsle ich noch einmal die Batterien, um volle Kapazität beim Aufstieg zu haben. Es herrscht ein enormer Verkehr
Auf dem Icefield Parkway. Es ist langes Wochenende, da am Montag der 1. ist, der 1. Juli, und das ist Canada Day. Trotz dass mein Team relativ liiert ist, hilft es mir unwahrscheinlich, diesen steilen Anstieg zu meistern. Der Nigel River, und anschließend fahren wir auf dem Big Loop aufwärts. Der Big Loop wird auch Toilettendeckel genannt. Toilet Bowl von den Einheimischen. Nach 7,5 Kilometern ist erstmal das steilste Stück geschafft. Trotz dass die Berge verhangen sind in einem Dunstschleier, hat man einen wunderbaren Blick auf den Icefield Parkway von der Aussichtsplattform. Der Anstieg zum Brenner ist dagegen nichts. Der Wasserfälle. Das letzte Stück müssen wir schieben. Von Bridal Falls. Ich weiß nicht, ob es ein Pass ist, weil hier kein Schild steht, das darauf hinweisen würde.